Das historisch schlechte Wahlergebnis der Berliner CDU am 18. September steckt der Partei noch in den Knochen. Doch die Zeit des Wundenleckens ist vorbei. Man will neu durchstarten mit einer umfangreichen Analyse und einem neuen Landesvorstand. Diese Bilder sind Geschichte. Frank Henkel im Rampenlicht auf großer Bühne der Berliner CDU. Die historische Wahlniederlage bedeutet für den Spitzenkandidaten Rückzug in die zweite Reihe. An die Spitze der Union soll die Frau treten, die sich beim Wahlkampf noch ausweisen musste, um in den Inner Circle zu gelangen. Monika Grütters wurde am Freitag einstimmig als Kandidatin für den Landesvorsitz nominiert. Die Kulturstaatsministerin gehört seit 1998 dem Berliner Landesvorstand an und soll ab dem 2. Dezember die Partei auf einen neuen erfolgreichen Weg führen. Zudem soll das schlechte Wahlergebnis in den nächsten Wochen weiter analysiert werden, um sich als Opposition schlagkräftig zu positionieren. Dafür wird unter anderem eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Schlüsse aus der Wahlschlappe ziehen und die Erneuerung der Partei voranbringen soll. Zunächst hatte sich Frank Henkel mit dem Landesvorstand geeinigt, den Vorsitz erst auf dem nächsten Parteitag im März zur Verfügung zu stellen. Doch am Donnerstag hatte er dann erklärt, das Amt noch vor dem Jahreswechsel abgeben zu wollen. Der Generalsekretär der Berliner CDU und Bundestagsabgeordnete Kai Wegner zollt dieser Entscheidung Respekt. Er ist zuversichtlich, dass sich die Partei unter Monika Grütters als soziale und liberale Großstadtpartei aufstellen wird. Ja, diese Entscheidung hat Frank Henkel für sich getroffen. Die ist zu respektieren und ich nehme sie auch mit sehr viel Respekt zur Kenntnis. Frank Henkel hat viel für die Partei geleistet, auch viel für die Stadt geleistet in den letzten Jahren. Und nun ist er zu dem Entschluss gekommen, die Partei muss sich schneller neu aufstellen, schneller erneuern und wirklich die Rolle in der Opposition schnell annehmen. Und von daher hat Frank Henkel gesagt, es muss schneller gehen und das haben wir mit Respekt zur Kenntnis genommen. Warum steht Ihrer Meinung nach Monika Grütters für einen Neuanfang? Ja, Monika Grütters ist der personifizierte Neuanfang. Sie ist eine sehr angesehene Persönlichkeit. Sie steht für Liberalität, für Weltoffenheit, aber eben auch für Bürgertum. Und mit Monika Grütters an der Spitze wird sich vieles verändern bei uns in der Berliner CDU. Und nach dem Wahlergebnis vom 18. September muss das auch so sein. Monika Grütters steht auch der Kanzlerin nahe. Das wurde auch als ein Pluspunkt gesehen. Das hat einige verwundert, denn viele sehen in Angela Merkel vielleicht auch ein Problem für die Berliner CDU. Na, Monika Grütters steht ganz vielen nahe. Monika Grütters ist eine sehr geschätzte Gesprächspartnerin. Überparteilich hier als Kulturstaatsministerin kommt sie gut mit den Kabinettskollegen aus, gut mit den unterschiedlichen Bundestagsfraktionen, aber auch in Berlin ist sie gut und stark vernetzt und ein gutes Verhältnis zur Kanzlerin kann nicht schaden. Schauen Sie, was Berlin, wie Berlin profitiert hat in den letzten Jahren im Bereich der Kultur, jetzt auch im Länderfinanzausgleich und das ist auch der guten Bundesregierung geschuldet und auch der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die CDU soll sich als moderne Großstadtpartei präsentieren. Herr Wegner, warum hat sie das in der Vergangenheit nicht oder was ist da schiefgelaufen? Was können Sie zum jetzigen Zeitpunkt dazu schon sagen? Wir sind in der Analyse und das müssen wir auch weitermachen. Das geht nicht von heute auf morgen und 17,6% sind ein tiefer Einschnitt und ein klarer Auftrag der Wähler an uns, uns Gedanken zu machen, wie wir uns neu aufstellen und wie wir uns erneuern. Und das tun wir gerade. Ich glaube aber, dass wir in der Tat auch in den letzten Jahren eine soziale, eine moderne Großstadtpolitik gemacht haben, aber ganz offenkundig nicht so richtig glaubwürdig. Die Menschen haben uns nicht abgenommen, dass wir ihre Probleme lösen, ihre Probleme verstehen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir nicht nur eine Führungsfrau zukünftig, sondern wir brauchen viele Köpfe, auf die wir setzen. Wir müssen deutlich machen, dass die Berliner CDU die starke Volkspartei bleiben will, die sie war und ist. Und dafür brauchen wir alle drei Säulen, die für unsere Partei wichtig sind, nämlich den sozialen, den liberalen, aber eben auch den konservativen. Und ich glaube, das macht dann auch die Berliner CDU wieder stark. Und Sie glauben, das kann gelingen? Also einerseits die konservativen Menschen, die jetzt ihre Heimat zum Beispiel bei der AfD gefunden haben, genauso zu binden wie die Großstadtbürger, die eben eine moderne, weltoffene CDU wünschen? Ja, das glaube ich sehr wohl. Wir müssen einfach schauen, wie unterschiedlich und vielfältig unsere Stadt tickt.
Berlin ist vielfältig wie keine andere Stadt. Wenn ich in meinem Heimatbezirk Spandau unterwegs bin und danach nach Prenzlauer Berg zum Beispiel fahre, sind es wie unterschiedliche Welten. Und darauf müssen wir uns einstellen. Wir müssen Politik für die Menschen machen in ihren Kiezen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Bedürfnis der Berlinerinnen und Berliner nach Sicherheit, nach Sauberkeit, da darf es keine Partei geben, die uns den Schneid abkauft. Die CDU ist die Partei der inneren Sicherheit, aber auch der Sauberkeit in unserer Stadt. Und das ist etwas, wo wir ganz klar sein müssen und wo wir auch uns von den Rechtspopulisten der AfD überhaupt gar keine Stimme wegnehmen lassen dürfen. Aber was die Gesellschaftsformen angeht, was die Lebensentwürfe angeht, ich glaube, da müssen wir einfach Politik in der Realität dieser Stadt machen. Nicht Politik, wie sie uns gefällt, sondern wie die Menschen hier leben. Und ich denke, das werden wir in Zukunft noch stärker herausstellen. Zuversicht auch bei Tim Christopher Zehlen. Der 33-Jährige hat seinen Wahlkreis in Reinickendorf direkt gewonnen und wurde jetzt auch zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er steht für die junge CDU und will für einen modernen und überzeugenden Auftritt seiner Partei kämpfen. Ich glaube, dass wir eine spannende Zeit vor uns haben. Wir haben 5 Jahre Oppositionsarbeit vor uns mit einer liberalen FDP an der einen Seite und einer populistischen AfD zur anderen und einer ganz starken CDU. Wir werden ab dem Tag 1 unsere Rolle in der Opposition auch einnehmen, um ein ganz, ganz starkes Gehör auch der bürgerlichen Stadt zu verschaffen. Und das ist der Auftrag, den wir sozusagen auch als Junge in der Fraktion gerne annehmen werden. Und ich werde meinen Beitrag dazu leisten. Sie erwähnen schon genau die Schwierigkeiten, dass Sie eben einmal die Liberalen haben und dann die AfD, also eine Partei, die die konservativen Kräfte bindet, wie die AfD. Dann die FDP, die Ihnen ja auch viele Wähler weggenommen hat, jetzt bei der Wahl am 18. September. Wie kann sich die CDU da positionieren? Also wie können Ihrer Meinung nach diese unterschiedlichen Kräfte gebunden werden in der CDU? Ich glaube, Kommunikation ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist uns in 5 Jahren der Großen Koalition nur sehr schlecht gelungen, beiden großen Volksparteien den Erfolg dieser Stadt, diese positive Entwicklung auch mit uns nachher zu verbinden. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe in den nächsten 5 Jahren, über uns Inhalte stärker zu kommunizieren, sie publik zu machen, alle Kanäle auch zu nutzen. Und deswegen mache ich mir keine Sorgen um die anderen beiden Oppositionsparteien. Ich glaube, dass wenn wir stark sind, wenn wir geschlossen sind als Fraktion, als Partei, dann haben wir wirklich gute Argumente, in den nächsten 5 Jahren auch wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das heißt, wenn Sie auf die letzten 5 Jahre gucken, sehen Sie eher das Kommunikationsproblem oder gibt es auch Inhalte, die vielleicht nicht in der Form transportiert wurden, wie Sie sich das gewünscht hätten? Na, ich glaube, dass die Stadt heute wirklich besser dasteht als unter Rot-Rot. Wir haben eben mit Frank Henkel an der Spitze 2011 den Wiedereinzug in die Regierung geschafft und wir können uns die Kennziffern angucken, bei der inneren Sicherheit, bei der Wirtschaft, bei der Arbeitsmarktentwicklung. Die Stadt entwickelt sich wirklich gut und trotzdem verbinden die Menschen in dieser Stadt das nicht mit der CDU und auch nicht mit der SPD und das muss uns schon mit Sorge umfüllen. Wir haben jetzt einen Wechsel vor uns. Wir haben den Wechsel in der Landesvorsitz zu Monika Grütters hin. Und ich glaube, dass es ein gutes und starkes Signal ist, dass wir mit einem neuen Team dort oben eben auch angreifen wollen, die Partei auch neu aufstellen müssen. Das beginnt bei vielen Dingen auch von der Landesgeschäftsstelle hin zu inhaltlichen Fragen der Landespartei, aber auch wir in der Fraktion. Und ich glaube, da werden wir auf einem ganz guten Weg sein. Was verbinden Sie persönlich mit Monika Grütters? Warum sehen Sie sie als die richtige Wahl? Ich habe mich gefreut, dass sie zugesagt hat, weil ich glaube, dass die Monika Grütters sich sehr verdient macht um unsere Stadt als Kulturstaatsministerin. Ich glaube, dass in diesem Bereich der Kultur, die für Berlin unglaublich wichtig ist, wenn es um Einnahmen geht, um Tourismus geht, einfach als Stadtimage wahnsinnig viel tut. Und ich glaube, dass sie viel, viel Erfahrung mitbringt, aber auch die nötige Ruhe mitbringt. Ich bin froh, dass wir nicht die Verlockung hatten, an der Wahlnacht schon personelle Entscheidungen zu treffen, sondern wir uns die Zeit auch genommen haben als Partei, ganz bewusst zu überlegen, wie können wir uns neu aufstellen. Jetzt beginnen wir mit der Frage des Landesvorsitzes in diesem Jahr, am 2. Dezember auf dem Parteitag und wir werden dann im März sicherlich mit einem neuen Landesvorstand auch den Rest des Teams sozusagen zusammenstellen. Erzählen Sie, haben Ihren Wahlkreis direkt gewonnen, also sehr erfolgreich in Ihrem Wahlkreis Politik gemacht. Inwieweit kann man die Erfahrungen, die man dort vor Ort gemacht hat, mitnehmen, um auch der gesamten Partei zu helfen? Ja, das gilt auch für andere Kollegen. In der Tat, wir haben in Reinickendorf alle 6 Wahlkreise gewonnen, aber auch Mario Chaya, seinen Wahlkreis überragend gewonnen, auch der Danny Freimark aus Lichtenberg mit einem tollen Ergebnis in der Plattenbausiedlung, auch für die CDU. Ich glaube, dass sich die Wahlkreisarbeit vor Ort wirklich auszahlt und das macht man eben nicht im Wahlkampf, sondern man braucht ein 5-jähriges Konzept. Man muss 5 Jahre am Ball bleiben und dann haben die Menschen auch das Gefühl, dass man gut vertreten wird hier im Abgeordnetenhaus. Und ich glaube, das ist für all die Kollegen, die bei uns auch Direktmandate gewinnen konnten, die Zauberformel gewesen, nicht irgendwann mal im Wahlkampf zu kommen, sondern wirklich über 5 Jahre gut zu arbeiten. Und ich glaube auch, das ist das, was uns in Reinickendorf ganz stark auszeichnet, dass wir dort mit einem ganz klaren Plan 5 Jahre gemeinsam als Team, nicht zerstritten, sondern sehr geschlossen arbeiten und dann gewinnt man auch Wahlen. Am 2. Dezember wird die Berliner CDU mit Monika Grütters
Kreises eine neue Landesvorsitzende bekommen und das mit einem relativ eindeutigen Ergebnis. Das ist jetzt schon klar, dass sie mit viel Zustimmung rechnen kann. Nicht so klar ist, wie sich die CDU in Zukunft positionieren kann, dass sie eindeutig auch als Alternative zu erkennen ist und das in Abgrenzung zur AfD und auch in Abgrenzung zur FDP. Das wird noch eine Herkulesaufgabe.